back from the dead. Also 31.03.2020 und willkommen zur neuen Episode des Live Fortnite Daily Shops. Chat wird gleich eingeblendet. Wir haben was Neues drin. Wir fangen aber erstmal auf der linken Seite an. Haben wir noch den Fischi drin? Der Fischi ist noch drin. Wir fangen mal bei den Skins hier an und sehen hier, dass Lion drin ist. Ist natürlich auch ein geiler Skin, der natürlich jetzt auch die Möglichkeit hat, der ist natürlich reactive, wenn man zwischen Harvesting Tool und Waffe wechselt, dann ist es so, dass man den Skin sozusagen wechselt zu dem, was ihr da sehen könnt. Das heißt also einmal zum Lama und dann weg vom Lama und dann zum Lion. Das gilt auch übrigens für das Backbling, was ziemlich nice ist. Ich habe mir die hier gegönnt, Bunny Wolf. Wie der Name schon verrät, einmal Bunny, einmal Wolf. Richtig nice. Und das Ganze gilt auch natürlich hier für das Backbling. Können wir uns noch einmal angucken, hier die Animation. Und dann gibt es einmal die andere Farbe. Sieht auch ziemlich nice aus. Zusätzlich gibt es noch hier dieses Wrap animiert dazu. So 80-Style, richtig nice. 500 V-Bucks. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also 31 Tage her, dass das Ganze zum letzten Mal drin war. Kommen wir mal zum nächsten. Ja, der gute Flair hier. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der sieht von vorne gar nicht schlecht aus, aber die meiste Zeit sieht man Skins von hinten. Und den finde ich super hässlich mit seinem komischen grünen Zopf, den er da hinten hat. Passt überhaupt nicht irgendwie, wie ich finde, meiner Meinung nach. Aber ja, 1500 V-Bucks für den guten hier. Dann haben wir die Splintered Light noch dazu, die Axt 800. Dann gibt es ein Megabett. 800 V-Bucks. Wir haben die Vivid Axe dazu. Und dann haben wir die gute Dame hier noch, Nightbeam, die richtig nice ist. Auch zwei verschiedene Varianten. Die finde ich übrigens viel geiler. Auch mit Backbling dazu, 1500 V-Bucks. Also cooles Set ebenfalls, 35 Tage her. Dann geht es weiter hier mit Razor Smash, 1200 V-Bucks. Und wir haben Bash am Start, der auch in drei verschiedenen Varianten kommt. Lassen wir mal durchlaufen hier. So ein bisschen Mad Max Apokalypsen-Style geht der auf jeden Fall klar. Mit Backbling auch das Schild, was eigentlich ziemlich geil ist, muss ich sagen. Zweite Variante nicht unbedingt, so die erste. Auch interessant, war zuletzt ohne vor 33 Tagen. Dann geht's weiter auf der Daily-Seite mit Maverick. Mit seinem Basie auf dem Rücken. Der hat übrigens auch mehrere Skins. Gucken wir uns mal kurz an. Genau, einmal mit Helm, Motorradjacke und dann auch einmal ohne Helm. Genau, ziemlich cooler Skin, muss ich sagen, von diesem Cobra Crew Set. Geht auf jeden Fall klar. Der war zuletzt drin vor 35 Tagen. Dann haben wir den Reckon Scout drin. 1200 V-Bucks. 21 Tage her. Dann haben wir was Neues drin, und zwar Pink Streak. Oh, wieder hier so Animationen. Was sind das? Was fällt denn da so durch? Sind das Sternschnuppen? Kometen? Was soll denn da runterfallen, bitte? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Könnten Kometen sein. Könnte auch Taubencode sein. Bin mir nicht sicher, was da so schnell runterfliegt im Sternenhimmel. Aber ja, 500 V-Bucks. Neu drin auf jeden Fall. Und dann haben wir noch drei Emotes. Zum einen Windmill Floss. 500 V-Bucks. 22 Tage her. Wir haben Fire Spinner drin. 800. Sieht auch ziemlich nice aus. 29 Tage her. Und wir haben Revel drin. Auch ziemlich nice, 22 Tage her. Also, ich blende mal den YouTube-Chat ein. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr vom Shop haltet aktuell. Ich muss ja sagen, Highlight geht für mich heute raus. Ja, an wen geht mein Highlight heute raus? Bin mir nicht sicher. Vielleicht an Bunny Wolf, muss ich sagen. Ich finde diese Idee ziemlich nice, dass man so die Skins wechseln kann, indem man die Waffen wechselt. Ist ein bisschen weird, so könnte vielleicht irgendwie so ein bisschen weird flashen die ganze Zeit, wenn man das hin und her macht. Trotzdem ziemlich nice. Ansonsten bekommt der Shop von mir heute eine 5 von 10. Komplett durchschnittlich. Nicht so mega nice. Auch jetzt nicht wirklich schlecht. Geht auf jeden Fall klar. Ist auf jeden Fall ein interessanter Shop. Leute, wenn ihr mich supporten möchtet, könnt ihr das gerne machen mit dem Creator-Code VanSnipes. Hier an der Stelle nochmal danke für alle, die mich supporten. Richtig nice von euch. Vielen, vielen Dank über die lange Zeit hindurch. Und über ein Like und ein Sub freue ich mich sowieso. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.